Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zu einem weiteren, ich würde mal sagen, Fazit-Game. Weil ich habe, und es ist auch jetzt möglich, Paradise Lust durchzuspielen. Das Spiel ist beendet von Flexible Media. Ein unheimlich geiles Spiel. Ich habe das jetzt die letzte Zeit mal komplett durchgesuchtet, das Game. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, das Game durchzuballern. Sehr, sehr geil. Hat sehr, sehr viel Spaß. Also ich freue mich auch schon, weil inoffiziell ist der zweite Teil auch schon bestätigt. Für alle Leute, die jetzt unbedingt Bock haben, Paradise Lust zu zocken, kann ich jetzt auf alle Fälle, wie gesagt, nur empfehlen, es durchzuspielen, Leute. Spielzeit ungefähr. Also was habe ich jetzt verbraucht? Ich kann ja mal gucken. Ich lade mal eben ganz kurz meinen Spielstand auf. Das sind hier die drei mit Ending mit drin, die ich hier reingefeuert habe. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein, weil es hier so langsam auf den Endchaos rübergeht. Ne? Ja, da oben ist meine Gamezeit. 7 Stunden 14 Minuten habe ich insgesamt schon damit weggeballert. Also hier oben, hier kann man das sehen, 7 Stunden 14 Minuten. Hier werden noch ein paar Wallpapers unlocked, die ich freigespielt habe in der Zeit in dem Spiel. Und ich muss sagen, es ist ein unheimlich gutes Spiel. Na, also Story-Content für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was ist Paradise Lost? Kurze Story in Blut erklärt. So, ihr seid Jack, so werdet ihr eigentlich genannt. Könnt ihr euch aber umschreiben. Seid Barkeeper und euer Bruder. Ihr habt eure Eltern früh verloren und euer Bruder, euer großer Bruder und ihr seid zusammen durch die Welt, also ihr wart immer so unzertrennlich dann gewesen. Euer großer Bruder hat immer auf euch aufgepasst und später im Verlauf, also dann ist er halt Kapitän eines Schiffs geworden, also er ist Kapitän geworden und ihr seid Barkeeper geworden. Euer Bruder ruft euch, gibt euch dann so ein Schreiben oder schickt euch einen Brief, ob ihr nicht Lust habt auf ein Schiff, als Barkeeper zu arbeiten, wo er eben Teil Kapitän ist. Ihr bestätigt das, sagt, ja, ist kein Problem, machen wir gerne, ist so Luxusferienkreuzer, so AIDA-Style-mäßig. Habt dann den, seid als Barkeeper dort eben beschäftigt und ihr kommt in ein Unwetter. Das Schiff kentert, ihr landet auf einer Insel und da seid ihr dann auch. Zusammen mit vielen Damen. Ja. Ihr werdet als allererstes auf alle Fälle auf Cat treffen. Cat, Gabby. Und ja, die nächsten, ihr werdet sie dann alle selber herausfinden. Was macht das Spiel so echt atemberaubend gut? Der ganze Plot-Style ist gut geschrieben. Also es ist wirklich zu jeder, gibt es irgendwie so eine Art Hintergrundinformation. Zu jeder ist irgendwie, merkt man eine Bindung dazu bei. Ihr könnt sie alle abends, nachts besuchen oder besser gesagt, nachts besuchen. Storytelling macht Spaß. Achievements sind auch mit drin. Da fehlen mir noch drei Stück, die muss ich noch unbedingt nochmal besorgen. Und ja, allein das ganze Game macht richtig Spaß. Auch von der Story zum Schluss her. Ich habe mich mal auf der Internetseite, besser gesagt auf YouTube-Seite von den Entwicklern mal rumgetrieben. Und habe mir da so ein Video dazu mal angeguckt, könnt ihr euch auch selber sehen, wie gesagt, rückt mal auf YouTube drauf. Da wurde halt erzählt, wie viele Girls eigentlich geplant waren und wie viele dann doch von der Storyline-Book rausgeflogen sind, weil das Problem halt damit war, erstmal zum Endstory-Gameplay her waren noch was geplant, aber sie wussten nicht, wie sie es einbauen sollten. Kann ich aber auch nachvollziehen. Irgendwann hast du als Entwickler halt den Punkt, du hast den Schreibtisch voller Girls. Na, überall liegen deine Girls. Die haben auch sogar Namen schon drin gehabt, Herkunftsland drin gehabt und alles. Und du stehst dann da, hast aber schon angefangen mit einer Story, bist auch schon im Mittelteil oder sonst was alles drin und willst jetzt den Endteil planen. Ja, da kam dann eben halt, da flogen dann ein oder andere auch raus. Ich hatte dann eben halt nochmal gezeigt, was ich ziemlich cool fand, dass sie auch mal gezeigt worden sind. Genauso auch die Ideen, die dahinter gesteckt haben. Also, ne, da haben die Jungs sich wirklich schon echt coole Ideen gegeben. Aber vielleicht kommen die ja in Teil 2. Man weiß es ja nicht genau. Ne? Auf alle Fälle, von der Story her, ihr werdet eine ziemlich coole
Gameplay-Story erleben mit einer ziemlich coolen Hintergrundmusik, der jetzt auch schon auf meinen Ohren rüberbrüllt. Und ich finde das Inselfeeling auch so knallt gut rein. Ich kann da mal ganz kurz mal rausgehen. Ich will euch mal so ein bisschen das Schiff zeigen, weil das ist eigentlich so mehr der Bereich, wo ihr euch am Anfang auf alle Fälle am meisten aufhalten würdet. In seinen Raum hier. Es gibt jetzt auch schon einige Sachen zu kaufen in seinen Raum. Auch dieses Sketching. Ich finde, ich habe so viel Spaß an diesem verdammten Sketch-Art gehabt. Ihr könnt per Sketch-Art selber die ganzen Bilder zeichnen. Wir machen das jetzt einfach mal, damit ich euch mal zeigen kann. Bei den anderen Damen sind sie ein bisschen freizügiger. Aber wir sketchen das nochmal again. Dann habt ihr dieses Bild. Ihr habt hier oben immer bei jedem Game, ob es ein Minigame-Event ist, ob es sonst was ist. Wenn ihr mal nicht weiterkommt, wartet die Zeit ab. Das Spiel skippt es dann für euch. Weil es gibt so einige Bereiche, wo ich mir auch gedacht habe, da habe ich mir auch ein bisschen den Kopf zerbrochen. Nicht beim Sketching jetzt hier, sondern da gibt es so einige auch im letzten Abschnitt und sowas alles. Da war auch schon, aber ich habe mir auch so gedacht, wie geht diese gewisse Zahlenkombination? Na, aber man kann es dann auch skippen, wenn man dann nachher absolut nicht mehr weiterkommt. So, Sketching funktioniert ganz einfach. Drückt die Maustaste und zieht über den Bildschirmrand alles rüber. Und genau das hat mir so, das war dieses, das ist immer dieses Durchatmen zwischen den Storytellings. Wenn ihr zum Beispiel Kokosnüsse oder Bananen sucht und die Bananen sind noch nicht gewachsen. Das dauert dann immer 3 Tage oder sowas alles in den Dreh rum, bis Bananen dann wieder wachsen. Sie verderben dann auch wieder und wachsen dann wieder neu. Also müsst ihr dann wieder 3 Tage warten. Und da war dieses Sketching eine richtig schöne, angenehme Art, eine Zeit zu überbrücken. Wisst ihr, anstatt immer nur so durchzuklicken, habt ihr euch dann eben ein paar Leute gesucht und habt angefangen, Bilder von denen zu malen. War, also die Idee dazu fand ich super angenehm. Das überbrückt so ein bisschen die Zeit vom Warten auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Ich weiß, viele Leute sind da kein Fan von. Ihr seht ja auch selber dieses Ausmalebildchen, nenne ich es gerne mal. Ne? Also, ja, Bilder ausmalen mit Farbe. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Und gerade wenn man nachher ganz viele neue Bereiche da oder ganz viele neue Bilder ausmalen kann, ist geil, glaubt mir. Da sind ein paar echt gute dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, die richtig geil aussehen. Thema ist ja auch überhaupt, dass die Leute sich hinstellen und sich Mühe geben, solche Bilder, solche Sketch oder solche Sachen selber noch zum fertigzustellen und sie ins Spiel reinzubauen. So als kleiner Gimmick zum Ausmalen sollte man dann auch echt mal wertzuschätzen wissen, weil oftmals ist es ja manchmal so, wenn du irgendwo nicht weiterkommst, wirst du mit dauerhaften Skippen, Skippen, Skippen belohnt. Hier ist es halt so, wirklich, die Leute machen sich da noch ein bisschen Gedanken bei, wie können wir den Spieler noch so ein bisschen die Zeit mit vergnüglichen Sachen geben. Ja, also es sind zwar nur Ausmalebilder und dies und dazu werden euch auch, wenn ihr das fertig habt, nachher ein paar Fragen gestellt von den Damen. Wenn ihr sie richtig beantwortet, kommt ihr im Dating-System weiter hoch. Also dann kriegt ihr halt so ein Liebesbalken mehr mit hoch. So. Fazit von der Story. Völlig begeistert. Unheimlich gehypt auf Teil 2. Werde es mir definitiv kaufen. Na, also da kann ich mir ja auch ganz sicher sein. Für viele Leute, die jetzt sagen, ey, ich will's haben. Ich will's haben. Sag mir, wie kriege ich's? Auf Steam wieder mal geblockt. Ja, stimmt. Für Deutschland mal wieder komplett geblockt. Ihr könnt aber über die Patreon-Seite von Paradise Lust, könnt ihr das Spiel auch kaufen. Ihr kriegt einen Steam-Code, da sind irgendwie, ich weiß nicht, 10er oder so, müsst ihr einmalig an Gebühr bezahlen. Dann schicken die Entwickler euch gleich einen Patreon-Code zu, einen Steam-Code zu. So habe ich das auch mitgemacht, Steam-Code zugeschickt. Habe ich auch gleich bekommen. Konntet ihr dann einfach aktivieren und Sache war durch gewesen. Dann hattet ihr das Spiel auf Steam. Ne? Also kein großes Dilemma darum. Und total easy going. Ne? Also kann man super schnell schaffen. Ne? Braucht man nichts. Es gibt auch Keyshops, die das anbieten, das Game. Das weiß ich selber. Aber Leute, ohne Mist. Wenn ihr einen Entwickler unterstützen wollt, dann kauft es da beim Entwickler. Ich meine, es ist schon echt eine faire Angelegenheit, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Entwickler sagt, hey, ich gebe euch meine Steam-Codes, wenn ihr den und den Patreon-Grad unterstützend, braucht ihr nur einen Monat machen, dann könnt ihr es ja wieder kündigen, den Code bekommt ihr trotzdem. Ne, das ist wie so ein Kaufen dann.
und findet mal Entwickler, die das machen. Die meisten, wo ich sage, hätte ich gerne auch auf Steam, so bekommt man das halt ganz schlecht auf Steam, ne? Weil es eben halt Länderregion ja auch gebannt ist. So, da sind wir fertig auch schon mit dem Skitch, mit dem Malen, und dann seid ihr damit auch durch, ne? Für mich persönlich gibt es dann gibt es noch dieses Trinkspiel, gibt es auch noch, und ach Gott, es gibt so viel zu entdecken. Ich will euch gar nicht so viel spoilern. Aber ihr wisst jetzt auf alle Fälle, wo ihr es herbekommen könnt, das Game. Holt es euch von Flexibel Media. Holt euch das Game. Na, wie gesagt, 12 Euro oder 10 Euro, das steht da drin. Auf deren Patreon-Seite steht das drauf. Vielleicht können wir ja nochmal raufgehen. Lasst uns mal gucken. Zeig ich mal her. Gehen wir mal rein. Oh, mal gucken. Vielleicht lädt er mir das gleich auf. Nee, jetzt lädt er mir im Moment leider nur das hier auf. Wird angezeigt, sehr schön. Gehen wir auf die Patreon-Seite von denen. So, und da sind wir auch schon. So, und hier habt ihr eben halt die Auswahl. Hier ist es doch. 12 Euro. So, macht die 12 Euro. Ihr bekommt den Steam-Key innerhalb von 24 Stunden. Early Access-Zugang. Und dann könnt ihr es am Ende auch wieder kündigen. Ne? Aber ihr habt hier den Steam-Zugang. Und kriegt den Steam-Key von den Jungs von Flexible Media definitiv auch zugeschickt. Nur mal so. Total easy. Ne? Was gibt's denn sonst? Also wie gesagt, Paradise Lost, unheimlich cooles Game. Ich feiere das Game immer noch sehr. Und ich hatte so viel Spaß bei den 7 Stunden. Ja, ich sag mal so, ich ziehe eine Stunde ab. 6 Stunden ungefähr. So ungefähr 6 Stunden. Ich hatte richtig Fun in dem Game. Ich habe es auch so durchgesuchtet. Das war auch das Spiel, was ich jetzt die ganze Zeit lang nur gesuchtet habe. Immer zwischendurch, wenn ich Zeit hatte, habe ich das Spiel gespielt. Kaum was anderes. Weil es mich einfach so in den Bann gezogen hat und ich einfach wissen wollte, wie geht die Story weiter. Was ist da, wie kommt der ganze Plot nachher auf? Was lassen die sich überlegen? Und als ich gesehen habe, 1.0.g, habe ich gedacht, ich sogar, jetzt gibt es hier mehr Paradise Lust. Habe komplett nochmal von neu angefangen und ich habe es überhaupt nicht bereut. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Für alle Leute, die jetzt wieder ein Steiger von Paradise Lust sind, fangt nochmal komplett von neu an und gebt euch nochmal das Ganze. Ihr werdet viele Sachen sonst, vielleicht wenn ihr das länger nicht mehr gespielt habt, aus dem Kopf schon vergessen haben. Deswegen gebt euch das Spiel einfach nochmal komplett von ganz neu. So, auf diesem Weg danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Das war mein Fazit von Paradise Lust. Super Spiel. Gönnt euch die Jungs von Flexibel Media und spielt das Spiel. Ihr werdet nichts bereuen, vertraut mir. Auf diesem Weg bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und bis zum nächsten Mal.